Hallo und willkommen zu meiner Review von FAPLAN. FAPLAN ist ein Indie-Spiel für den PC und ist gratis über Steam erhältlich. Entwickelt wurde es als Seen-Projekt von Krillbyte Studio und erschien am 10. Februar 2013. FAPLAN ist ein typischer Fall von Spielen, die man im Grunde nicht als Spiel bezeichnen kann und lässt sich auch nicht in ein Genre einordnen. Man übernimmt hier die Kontrolle über eine Fliege. Steuert wird über die Falltasten oder über WASD. Das Spiel besteht lediglich darin, bis ganz nach oben zu fliegen. Es reicht im Grunde die ganze Zeit nach oben zu drücken. Mehr nicht. Im Grunde gibt es keinerlei Hindernisse oder Gefahren, die man überwinden muss. Man kann zwar in ein Spinnnetz geraten, aber aus dem kann man sich ohne Probleme befreien. Auch die zwischendurch auftretenden Böen oder herabfallenden Blätter stellen keine Gefahr dar. Am Ende gelangt man an eine Glühbirne und das Spiel endet mit dem Tod der Fliege. Anschließend kann man noch einen Satz schreiben, welcher in einer Art Sternhimmel gespeichert wird und von anderen Leuten, die das Spiel durchgespielt haben, angezeigt wird, und das war's. Die Spielzeit beträgt um die 5 bis 10 Minuten. Wenn man den Titelbildschirm auf den Text unten klickt, bekommt man ein Achievement und die Fliege verwandelt sich in Navi aus The Legend of Zelda. Glücklicherweise ist sie nicht so nervig und einige werden es sicher mit Freude sehen, wenn sie in den sicheren Tod fliegt. Positiv anzumerken sei das Musikstück, welches ab einer bestimmten Höhe eintritt. Negativ hingegen ist der Rest. Es bietet im Grunde gar nichts. Keine Story, nichts zu entdecken, keine Herausforderung, kein wirkliches Gameplay. Es gibt keinen Grund, es noch einmal zu spielen. Wenn mir einer mit Atmosphäre oder Ähnlichem kommt, kann er gleich wieder gehen. Atmosphäre ist eine subjektive Wahrnehmung, die von Person zu Person unterschiedlich ist. Das einzige Gefühl, was ich bei Spielen hatte, war Langeweile. Wenn ich mir die Reviews auf Steam anschaue, scheine ich wohl zu einer Minderheit zu gehören. Optisch hat es auch nichts zu bieten, außer einem schönen Hintergrund gegen Ende. Ich empfehle dieses Spiel niemandem, auch wenn es gratis ist. Es ist Zeitverschwendung. An sich habe ich nichts gegen minimalistische Spiele wie zum Beispiel Flower oder Linger in Shadow. Allerdings ist FAPLAN für mich zu minimalistisch. Wenn ihr andere Meinung seid, lasst es mich wissen, möglichst mit Begründung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn nicht, dann nicht.